Mal schauen, ob ich das Ganze noch kann. Airbus hat vor kurzem den 350. A350 ausgeliefert. Ist das jetzt was Besonderes? Gar nicht unbedingt. Der ist höchstens minimal cooler als der 349. und der 351. A350. Mehr als die anderen kann der aber auch nicht. Und trotzdem, in Zeiten, in denen Flugzeughersteller aus jeder noch so kleinen Möglichkeit ein medienwirksames Großereignis machen, um irgendwie damit ihren Erfolg zu präsentieren, kann man das Ganze ja mal als Anlass nehmen, um einfach mal ein bisschen über diese 350 jetzt irgendwo in der Welt rumfliegenden A350 zu sprechen. Und das machen wir jetzt. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Etwas mehr als 5 Jahre hat es jetzt gedauert, um seit der ersten Auslieferung des aktuellsten Airbus-Passagierflugzeuges 349 weitere Exemplare an irgendeinen Kunden irgendwo auf der Welt zu übergeben. Viele von euch erinnern sich bestimmt noch ganz gut daran. Es war im Dezember 2014, kurz vor Weihnachten, da hat Qatar Airways den ersten A350-900 bekommen. Die Fluggesellschaft ist damit sogenannter Launching Customer für diesen Flugzeugtypen, genauso wie einige Jahre später auch für den A350-1000. Ganz allgemein betrachtet sind zum aktuellen Zeitpunkt fast 35 unterschiedliche Betreiber mit mindestens einem Airbus A350 unterwegs. Insgesamt bestellt wurde der Flugzeugtyp bis jetzt von fast 50 verschiedenen Kunden, private Kunden da mal ausgenommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch noch die ein oder andere Fluggesellschaft in den nächsten Jahren dazukommen wird. Das bedeutet gleichzeitig ja jetzt aber auch, dass es noch fast 15 verschiedene Fluggesellschaften gibt, deren A350 wir aktuell noch gar nicht gesehen haben. Darunter sind Kunden, bei denen wir gar nicht mehr lange warten müssen, bis wir deren A350 sehen können. Beispielsweise Turkish Airlines, da wird es nicht mehr lange dauern, oder auch bei der russischen Aeroflot. Dann gibt es aber noch so ein paar Kunden, der kann sich das noch eine ganze Weile hinziehen, beispielsweise Starlux aus Taiwan oder auch bei Emirates, da dauert das auch noch eine ganze Weile, oder United Airlines. Dabei hatte die amerikanische Fluggesellschaft ihre Airbus A350 bereits im Jahr 2010 bestellt, ist also schon ewig her, und 2016 hätten die ersten Flieger für die Airline auch schon ausgeliefert werden sollen. Daraus ist aber bis heute nichts geworden, weil man die Auslieferungstermine immer und immer wieder nach hinten verschoben hat. Und jetzt stellt man sich halt die Frage, wann und vor allem ob United Airlines überhaupt irgendwann nochmal A350 in die Flotte übernimmt. Zumindest laut aktuellem Stand ist für die 45 Maschinen ein Auslieferungszeitraum von 2022 bis 2027 vorgesehen. Und einen A350-900 17 Jahre nach Bestellung zu übernehmen, das wäre schon ziemlich interessant. Mit anderen Worten, keine Ahnung, ob daraus überhaupt noch was werden könnte. Aber gut, schauen wir uns mal bei den Fluggesellschaften um, die definitiv heute schon mit einem der mittlerweile etwas mehr als 350 ausgelieferten Exemplare des A350 unterwegs sind. Und da fangen wir am besten auch direkt mit Qatar Airways an. Denn Qatar Airways ist nicht nur Erstbetreiber für den A350-900 und A350-1000, sondern die Fluggesellschaft ist tatsächlich auch der größte Betreiber des Airbus A350. Das mit aktuell 53 aktiven Exemplaren in der Flotte. Bestellt hat man 76 Airbus A350 und man bekommt auch immer mal wieder in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ein neues Flugzeug von Airbus. 4 der aktuell 53 aktiven Flugzeuge hat man sich allerdings von einer anderen Fluggesellschaft dazu geleast. Also Qatar Airways nutzt seit mittlerweile schon über 2 Jahren 4 Airbus A350, die eigentlich der LATAM angehören. Eine Fluggesellschaft, die mittlerweile auch schon über 10 A350 erhalten hatte. Ganz offiziell macht man das, um Nachfragespitzen abzudecken. Mit anderen Worten, Qatar Airways kann wohl ziemlich viel mit einem A350 anfangen. Die Auslieferungen gehen da gar nicht schnell genug und deswegen holt man sich nochmal Maschinen von einer anderen Fluggesellschaft dazu. Und damit kann man auch auf jeden Fall sagen, dass der Airbus A350 bei dieser Airline 39 Mal in Form des A350-900 und 14 Mal in Form des verlängerten A350-1000 definitiv mittlerweile das Rückgrat der Langstreckenflotte bildet. Noch mehr Exemplare von einem Flugzeugtypen hat die Fluggesellschaft nur in Form der Boeing 777. Die fliegt bei Qatar Airways ebenfalls mit einem recht jungen Durchschnittsalter von 6 Jahren fast 80 Mal in der Flotte. Nachdem die ersten Maschinen dann Ende 2014 und Anfang 2015 nach Katar gingen, kam im Juni 2015 dann auch endlich der zweite Betreiber für den A350 dazu, und das ist Vietnam Airlines.
Die Fluggesellschaft betreibt mittlerweile 14 Airbus A350, die man sich von verschiedenen Gesellschaften oder von verschiedenen Unternehmen zusammengeleast hat. Und in Kombination mit aktuell ebenfalls 14 Boeing 787 hat man sich eine verdammt moderne, im Schnitt gerade mal 3 Jahre alte Langstreckenflotte aufgebaut. Und man kann schon auch sagen, Vietnam Airlines steuert schon einen der am schönsten lackierten A350 bei diesem Portfolio bei. Die Fluggesellschaft Finnair als erster europäischer Betreiber des A350 bekam dann ebenfalls noch im Jahr 2015 das erste Flugzeug und mittlerweile betreibt man 15 von insgesamt 19 bestellten Maschinen des Typs, einen davon in Oneworld-Bemalung und einen anderen in der finnischen Interpretation einer mördermäßig spannenden Sonderbemalung. Im Jahr 2016 war dann recht zügig Singapore Airlines erstmals dran mit einem A350. Die Fluggesellschaft ist zum aktuellen Zeitpunkt hinter Qatar Airways der zweitgrößte Betreiber des Flugzeugtypen und fliegt mit aktuell 47 Flugzeugen durch die Gegend. Und in den nächsten Monaten und Jahren werden da noch mindestens 20 weitere A350 hinzukommen. Und Singapore Airlines, ganz wichtig, ist die einzige Fluggesellschaft, die den A350 bzw. eine A350-Teilflotte mit entsprechend überschaubaren Modifikationen als Airbus A350 ULR, also als A350 Ultra Long Range betreibt. Damit fliegt Singapore Airlines unter anderem die längste Linienverbindung der Welt. 7 Stück davon wurden bestellt und mittlerweile fliegen auch alle 7 Exemplare bei der Fluggesellschaft. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ein Airbus A350 der Singapore Airlines ist mit einer 10.000 markiert. Das ist ganz einfach das 10.000ste Flugzeug, das Airbus je gebaut hat. 2016 folgten dann auch noch die eben angesprochene LATAM mit ihrem ersten A350. Cathay Pacific war neu dabei, die heute mit 36 A350, darunter bereits 12 A350-1000, auch ganz gut mit dabei sind. Ethiopian Airlines bekam ihren ersten A350, Thai Airways war noch mit dabei, China Airlines und am Ende des Jahres bekam auch Lufthansa den ersten A350. Die größte deutsche Fluggesellschaft hat mittlerweile 15 aktive Airbus A350 in der Flotte und da sollen in den nächsten Jahren auch noch mindestens 25 weitere Exemplare dazukommen. Keine Ahnung, ob die alle in München stationiert werden sollen. Im Frühjahr 2017 bekam dann ein weiterer sehr spannender Kunde seinen ersten A350 und das ist diese französische Fluggesellschaft hier, von der ich gar nicht erst versuchen werde, sie richtig auszusprechen. Air Caraïbes oder sowas, ihr wisst Bescheid. Naja, die fliegen auf jeden Fall mittlerweile mit 3 Airbus A350-900 durch die Gegend. Und als das erste Exemplar davon ausgeliefert wurde, da brachte das direkt eine Besonderheit mit sich, die man so bei allen anderen A350 davor noch nicht gesehen hatte. Und zwar hat man sich bei dieser Fluggesellschaft für eine 3-4-3-Bestuhlung in der Economy Class des A350 entschieden. Also für 10 Sitze in einer Reihe. Das ist einer mehr, als im A350 üblich ist. Dort hat man normalerweise immer in der Economy Class eine 3-3-3-Bestuhlung. Somit hat man sich jetzt hier bei diesem Flugzeug für eine Bestuhlung entschieden, die man so normalerweise im A380 oder 747 Hauptdeck oder auch in der Boeing 777 findet. Das ist auf jeden Fall alles möglich so, das kann man ganz normal bei Airbus bestellen. Aber die sind halt auch der Meinung, dass man 11 Sitze in einem A380 pro Reihe nehmen kann. Was dann vielleicht doch in der Mitte etwas unangenehm werden könnte, ist ja aber auch vollkommen egal. 777 habe ich eben schon mal angesprochen. Dieser Flugzeugtyp bietet seinen Passagieren eine Kabinenbreite von 5 Metern und 86 Zentimetern. Der A350, der hat allerdings 5 Meter und 61 Zentimeter Kabinenbreite. Und das klingt jetzt nicht wirklich nach einem großen Unterschied oder nicht wirklich wichtig, aber das sind 25 Zentimeter. Und das merkt man schon. Also mit anderen Worten, das mit den 10 Sitzen in einem A350 pro Reihe, das muss man schon wirklich wollen. Das sorgt jetzt aber gleichzeitig eben auch dafür, dass das neue Flaggschiff der Fluggesellschaft, und zwar der Airbus A350-1000, den man gerade erst im Dezember 2019 übernommen hat, ganz easy der A350-1000 geworden ist mit den meisten Sitzplätzen. 429 Menschen gehen da rein und das ist im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften echt eine ganze Menge. Vor allem, wenn man weiß, dass in diesem Flugzeug dieser Fluggesellschaft 24 Business-Class-Sitze und 45 Premium-Economy-Class-Sitze verbaut sind. Und nur mal so zum Vergleich, Cathay Pacific kriegt in ihren A350-1000 maximal 334 Menschen.
Im Jahr 2017 folgten dann auf jeden Fall noch Air Vienna mit ihrem ersten Airbus A350, Delta Airlines, Hong Kong Airlines, die zum aktuellen Zeitpunkt, soweit ich weiß, aus eigenen Mitteln gar nicht unbedingt mehr ihre A350 in die Luft bekommen, zumindest den größten Teil ihrer A350-Flotte aus finanziellen Gründen am Boden stehen lassen müssen, leider. Und Air Mauritius, die haben auch noch 2017 den ersten A350 bekommen. Mittlerweile haben sie zwei davon und betreiben diesen in Kombination mit zwei Airbus A330neo. Und nur der Vollständigkeit halber, auch Malaysia Airlines hat im Jahr 2017 ihren ersten A350 übernommen. Anfang 2018 kam dann wieder eine etwas besondere französische Fluggesellschaft um die Ecke, deren Name glücklicherweise deutlich leichter auszusprechen ist, French Bee. Die haben den A350 mit der Seriennummer 005 übernommen, also ein Flugzeug, das schon etwas älter ist, einer der ersten gebauten A350 und ein ehemaliges Airbus-Testflugzeug. Und auch hier sitzt man zu zehnt in einer Reihe in der Economy Class. Dazu bekam im Jahr 2018 auch die spanische Iberia ihren ersten A350, ein weiterer neuer Airbus ging auf die Philippinen und auch Air China konnte das neueste Airbus-Passagierflugzeug bei sich erstmals begrüßen. Sichuan Airlines oder wie auch immer die jetzt schon wieder ausgesprochen werden, haben dann im selben Jahr ihren Panda A350 übernommen und kurz darauf bekamen auch Hainan und China Eastern Airlines ihren ersten A350. Und 2019, seitdem macht Avelop mit ihrem ersten und bis jetzt einzigen Airbus A350-900 432 Menschen in einem All Echo, ebenfalls mit 10er Reihe ausgestatteten Flugzeug, mehr oder weniger glücklich. Das ist, soweit ich weiß, der am dichtesten bestuhlte Airbus A350, den man aktuell so finden kann. Dazu kamen dann noch eine ganze Menge Auslieferungen, an die sich die meisten von euch wahrscheinlich noch ganz gut erinnern. Japan Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air France, South African Airways, Fiji Airways und nun zuletzt auch SAS mit neuer Bemalung. All diese Fluggesellschaften haben im Jahr 2019, im letzten vergangenen Jahr, ihren ersten A350 bekommen. Und das ist damit tatsächlich der aktuelle Stand. Der wirkliche 350. Airbus A350 ging übrigens ebenfalls an die Franzosen. Es ist das Flugzeug mit der Seriennummer 381. Diese Differenz kommt zustande dadurch, dass bestimmte Seriennummern und damit eben auch bestimmte Flugzeugrümpfe bereits anderen Kunden zugeordnet waren, die Flugzeuge eventuell sogar komplett fertig gebaut wurden, aber halt eben noch nicht an den jeweiligen Kunden ausgeliefert bzw. übergeben wurden. Beispielsweise der Airbus A350 mit der Seriennummer 330, das ist ein A350-1000, der für Etihad Airways bestimmt ist. Und wie wir wissen, gibt es da aktuell so ein paar Probleme, die die erstmal beheben müssen. Und was erwartet uns jetzt noch beim Thema A350? Der Flugzeugtyp an sich hat erstmal noch über 600 offene Bestellungen, die jetzt erstmal abgearbeitet werden können. Und wie gesagt, da kommen auch sicherlich noch ein paar weitere Bestellungen dazu. Aber für die nahe Zukunft kann man schon recht klar sagen, was da kommt. Und zwar Turkish Airlines wird bald den ersten A350 erhalten, wird ab April mit dem Ding täglich zwischen Istanbul und London Heathrow hin und her fliegen. Und auch Aeroflot bekommt bald den ersten A350. Und was man auf gar keinen Fall vergessen darf, viele von euch erinnern sich bestimmt noch, die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, die bekommt auch bald den ersten A350. Zumindest ist die erste Maschine davon schon fertig gebaut. Und das Ding wird bald, zumindest laut aktueller Planung, im April von Frankreich nach Hamburg gebracht, wo die Maschine dann in Hamburg die Innenausstattung bekommen soll. So viel dazu. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Vielleicht irgendwas, was ihr über den A350 noch nicht wusstet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann könnt ihr gerne auch ein bisschen Feedback dalassen. Und dann geht ein großes Dankeschön raus an alle, die jetzt so lange gewartet haben, die mich nicht dafür verurteilt haben, dass ich jetzt so lange auf mich habe warten lassen. Ich sagte auch in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen was zu, aber ihr seht es hinter mir, die Wände sind noch leer, also hier ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.